So, hallo. Wir machen weiter bei Isaac Repentance. Jetzt wieder mit bisschen besserer Laune. Denn wir haben letztes Mal endlich den nicht schwierigen, absolut nicht schwierigen Guidia-Modus mit Apollyon geschafft. Wobei das Problem absolut nicht der Charakter Apollyon war, sondern das Problem war ich. Apollyon war als Spielmodus völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Das einzige Problem war so ein bisschen seine Tierrate. Aber ansonsten hatte der Charakter jetzt nicht irgendein großes Problem, wie jetzt gewisse andere Charaktere, bei denen man absolut nicht weiß, wie man jemals den Guidia-Mod mit ihnen schaffen soll. Ne? Lost? Okay. Aber jetzt jedenfalls nach Apollyon kommt Tainted Forgotten. Und Forgotten ist ja im Original großartig. Jetzt schauen wir mal, was Tainted Forgotten kann. Dead Weight ist seine Fähigkeit. Ich bin gespannt. Okay, der... What the heck? Kann der jetzt Schaden nehmen, wenn der da rumliegt? Oder muss ich nur mit dem Geist ausweichen? Aber ich kann mit dem Geist nicht mal angreifen. Ich kann nur mit dem angreifen. Also schon mal interessant, dass ich umsonst hier reinkomme. Also ich kann den zum Beispiel auch auf den Stein werfen, dann dürfte er ja safe sein, theoretisch. So ein bisschen zumindest. Aber kann der jetzt Schaden nehmen, der Kollege da? Schade. Ich glaube, das geht kaputt. Okay, das geht leider auch nicht. Ich meine, mit ihm greife ich an. So, habe ich verstanden. Wahrscheinlich macht es auch Schaden, wenn ich ihn werfe. Hoffe sehr viel. Weiß es nicht. Dann kann ich so auch die Dinger öffnen, ne? Okay. Ich habe ihn jetzt bewusst nicht da weggeholt, weil ich testen wollte, ob der jetzt Schaden macht oder nicht. Okay, die gehen natürlich nicht kaputt. Hätte mich jetzt auch gewundert, aber auch... Okay, wir testen weiter. Und er ist ja eh ein Geist, ihm tut es auch nichts. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal in den Kampf. So, also... Dann muss ich ja jetzt ihn holen, um anzugreifen. Ah, okay, das ist interessant. Es zeigt mir an, wo P1 ist, dass ich den wieder finde. Das jetzt liegt jetzt ganz ungünstig, ne? Hä? Ach so, ja, weil ich da drauf geworfen habe, ist jetzt schon wieder... Oh, nee. Ah, ich kann aber auch dafür sorgen, dass die zu ihm laufen, ne? So ein bisschen. Aber habe ich den jetzt gestoppt, den anderen Quatsch? Habe ich das gestoppt? Ich weiß es gar nicht. Aber interessant. Das ist sehr interessant. Habe ich den da drüber geworfen? Ich habe ihn wahrscheinlich da drüber geworfen oder so, ne? Kann das sein? Dann darf ich den nicht da drüber werfen. Dann stoppe ich das Ding. Das ist blöd. Okay, das hat ihn schon mal nicht auf Anhieb gekillt. Sehr schön. Also, er kann schon mal keinen Schaden nehmen. Das heißt, ich muss eigentlich nur mit dem Geist abhauen und ihn halt die ganze Zeit durch die Gegend fetzen. Und das kann ich. Das ist wirklich ein sehr interessanter Kampf. Ich muss dann mal testen, ob man mit dem jetzt auch wechseln kann.
Weil im Original... Den Originalcharakter kann man ja sogar wechseln. Nein, ich hab's wieder gestoppt. Ach, dadurch kriege ich weniger Münzen. Das ist ein bisschen doof. Na, den Originalcharakter kann man ja wechseln. Scheiße. Ach so, aber der hat jetzt ja auch nur blaue Herzen. Stimmt. Der hat ja gar keine roten. Und es zeigt mir auch nirgendwo rote Herzen an. Freunde. Ja, nice. Hau weg, hau weg, hau weg, die Kacke. Ah, die laufen an dir gerade vorbei. Mist, zu langsam. Schön. Kann ich jetzt mal wieder schnappen? Sehr schön. Tschüss und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Na, das hat nicht gereicht. Aber jetzt! Okay. Sehr interessant. Also wirklich sehr interessant. Rote Herzen sind dann aber komplett useless. HP-Ups sind dann auch useless, weil sie nur die blauen Herzen auffüllen. Oh, das Book of Belial ist natürlich nice. Wobei es natürlich, weiß jetzt nicht. Ja, es wird schon meinen Schaden mit dem Wurf auch erhöhen, hoffentlich. Ja, stimmt, der Schlag ist dann ja auch stärker. Boah, aber, oh, Bosse werden echt kritisch. Vor allem, wenn die Bosse sich bewegen. Ja. Ja, ich sehe, dass das kritisch wird. Okay, der erste ist down. Kann der mal da bleiben jetzt so ein bisschen? Ich bleib hier und er da auch. Ja, so ist gut. Bleib hier. Nee, so nicht. Ah, scheiße. Hm, die Energie wird kritisch. Das mit dem blauen Herzen, das wird der kritische Punkt bei ihm. So, bleib schön da, wo du bist. So ist gut. Und tschüss. Prima. So, die Viecher haben wir jetzt noch so weg. Den auch. Den auch. Den auch. Okay, jetzt müssen wir aber hier drin bleiben, weil wir das Book of Belial eingesetzt haben. So. Okay, das sollte doch in Ordnung laufen. So, ihr bleibt nämlich schön hier einfach stehen. Ah, meistens bleibt er dann an dem Gegner hängen und kann gleich nochmal zuschlagen. Ein bisschen, okay. Auch interessant. Satan-Deals wären natürlich, wenn wir nur blaue Herzen haben, ziemlich unangenehm. Also sind zu vermeiden. Würde ich jetzt am ehesten des Tiers... Ah, das wäre natürlich auch eine Geschichte. Schön den Damage schnell erhöhen. Aber ich will eigentlich nicht getroffen werden. Ich muss eigentlich Treffer vermeiden. Bringt mir Tears Up im Moment überhaupt viel? Weil... Na gut, das ist die Aufladung hier, ne? Das dürfte dann schneller gehen, dass er den Knochen werfen kann. Ist auch ein Range-Up dabei. Mal testen. Ja, ja. Ja, ja, doch, 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 doch. Das ist schon sinnvoll gewesen. Und natürlich die ganzen blauen und schwarzen Herzen. Keine Frage. Okay. Da kommen wir jetzt leider schon nicht mehr ran. Schade.
aber machst du nichts. Ha! Ach so, ich muss mal den Wechselknopf drücken. Aber da dürfte nichts passieren. Nee. Also man kann wirklich nicht wechseln oder so, man kann genau das machen, was man hier halt sieht. Genau das kann man machen. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Ein HP-Up. Jetzt ist das Ding natürlich das, dass diese HP-Ups nicht so funktionieren wie die normalen HP-Ups. Das heißt, Stachelraum ist jetzt schon wieder gefährlicher. Kostet mich halt auf jeden Fall ein Herz. Ach nee, kostet mich gar nichts. Ich Vollidiot. Ich komme hier umsonst rein. Ganz vergessen. Habe ich komplett verdrängt. Sorry, bevor er mich anschreit. Ich hab's gemerkt. Wäre es wieder dumm gewesen, wenn ich da nicht reingegangen wäre. Wäre es wieder selten dumm gewesen. Oh, wir könnten direkt weitergehen. Machen wir aber natürlich nicht. So, auf geht's. Ja, der hat es noch nicht erledigt. Aber ich hoffe, dass dieser Wurf auch mit Anstieg des Book of Belials auch stärker wird, weil er da auch zuschlägt. Also es müsste ja sein normaler Schlag sein und der Schlag wird ja sonst auch stärker. Also müsste das schon entsprechend zunehmen. Ich glaube, das ist die beste Methode anzugreifen, den nicht liegen lassen oder so, sondern den einfach durch die Gegend zu fetzen. Und wenn halt mal zufällig einer in seiner Nähe ist, dann kann man ja immer noch mal so draufschlagen. Aber ich glaube, so ist das schon am effektivsten. Scheiße! Ich will das nicht immer stoppen. Das war nicht meine Absicht. Das hätte schon wieder fast gestoppt. Oh mein Gott. Okay, der da jetzt um ihn rumsteht, kann ich einfach mal so machen. Dann kann man die jetzt auch so wegwerfen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Habe ich schon wieder gestoppt oder? Nee, es ist vorbei. Es ist jetzt. Nee, jetzt sind wir durch. Kommst du noch hier runter? Können wir noch den Kollegen hier erledigen? Nee, kommst du noch hier runter? Hier, zu dem Pilz? Nein? Oder zu dem Pilz? Nein? Dann leck mich. So. Bossfight. Das Geile, der ist jetzt ja optimal. Den schmeiß ich einfach hier oben hin. Und er kann mir gar nichts mehr. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt gewesen. Oh mein Gott. Also gegen stille Bosse ist der optimal. Gegen Bosse, die sich nicht bewegen können, ist der optimal. Gegen Bosse, die sich bewegen können, braucht man halt ein ordentliches Damage. Und halt gut ausweichen muss man können. Aber dann läuft das. Ich frage mich jetzt gerade, ob bei ihm das Sacred Heart überhaupt irgendwas bringen würde. Außer halt das Damage Up. Damage Up, ja. Oh, das war dumm. Das war ein bisschen sehr dumm, aber ist in Ordnung. Ja, komm, mach noch kurz die Häufchen hier kaputt. Und dann ab hier rein. So, was ist denn jetzt bei ihm am besten? Ich kann mir jetzt sowas wie das Dingshard hier zum Beispiel gar nicht vorstellen. Weil was macht es? Ein HP ab, okay. Ah, Damage Multiplier. Okay, Damage geht hoch. Damage geht hoch. Damage geht hoch. Und das andere Ding ist dieser Schutz gewesen. Ne? Wie funktioniert dieser Schutz nochmal? Lasst mich den kurz nachlesen. Celtic Course. Upon taking damage, 20% chance to gain a wound. Ach so. Das war das Ding.
Ist eigentlich beides nicht verkehrt, aber unsere Luck ist halt sehr weit unten. Ich würde jetzt tatsächlich das Damage-Up mitnehmen. Es ist auch noch ein HP-Up dabei, also komm. Na, den Halo of Tears haben wir jetzt natürlich nicht. Oder kommen jetzt hier die Tears plötzlich raus? Wäre natürlich auch lustig. Kommen jetzt Tears irgendwann raus? Nee, ne? LOL! LOL! Die kommen jetzt auch. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. So, wir waren noch nicht im Itemraum. Und wir waren noch nicht in der Truhe. Und das hätten wir auch nicht tun sollen. Ja, ne? Wo ist Abyss, wenn man es braucht? Naja, ist ein Item. Ist ein Item mehr. Oh, es hat mir auch Damage abgegeben. Ich habe nichts gesagt. Nee, hat mir nicht Damage abgegeben, war was anderes. Sorry, ich hab's verwechselt. Das Ding gibt mir temporäres Damage ab. Manchmal, so. Würde ich jetzt tatsächlich nicht mitnehmen. Ich gehe jetzt noch unten in den Raum rein. Weil vielleicht hier noch Zeug ist. Aber hier ist nichts mehr. Und dann holen wir uns oben natürlich den Schlüssel in dem, im Loch ab. Ich meine, ich könnte jetzt noch die Herzen aufkaufen. Aber ich würde eher mein Geld behalten wollen. So. Dann gehen wir doch gleich mal als erstes wieder hier rein. Okay, riskante Pillengeschichten gehen los. Short Speed Up nützt mir wahrscheinlich nicht so viel, aber ein bisschen was doch. Doch, ein bisschen was schon. Ja, okay. Und dann gehen wir wieder raus. Tschüss. So. Dann nehmen wir einen Cube mit. Der ist jetzt bei ihm. Aber ich bin doch der, der getroffen wird. Er wird doch gar nicht getroffen. Das ist ja komplett dämlich. Hätte ich den als Geist einsammeln müssen, dass er den nicht bekommt? War das jetzt mein Fehler? Bringt jetzt Double Shot über... Ja, was bringt denn das jetzt? Lavas bringt mir auch überhaupt nichts. Was bringt mir denn der Double Shot jetzt? Ich nehme es jetzt mal, weil ich wissen will, ob es was bringt. Ist jetzt ein Fehlkauf, ziemlich sicher. Oder schmeiße ich jetzt zwei Knochen? Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Oh, ich schlage auch doppelt. Nee, okay. Ich hab nichts gesagt. Werfe ich auch doppelt? Nee, natürlich nicht. Plötzlich wirft er einfach zwei von denen. Das wär's. Okay, Uah! Das ging zu schnell los. So schnell habe ich nicht reagieren können. Kommt mal, lauft mal hier vorbei. Sehr schön. Ach, und der Vogel ist ja... Ich habe mir den Vogel eingesammelt. Stimmt, der Vogel regelt jetzt natürlich. Ich hasse... Okay. Das ist im Greedier-Mode ein Nachteil, dass wenn man den über das Fenster schmeißt, dass dann das Ding aufhört. Das ist natürlich nicht, was ich möchte. Ja, los, heil mich. Go. Heil die nicht vorhandenen roten Herzen. Have fun. Scheiße. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es jetzt beim Bosskampf aussehen wird. Was wir jetzt an Schaden machen werden. Mit allen Upgrades, die dazu kommen werden noch. Ja, heil mich, go. Ah, scheiße. Die fliegen nicht, die Spinne nicht gesehen wieder. Nee, Mann. Dumm.
es hat schon ganz gut gezwirbelt. Wow! Der Wurf war nice. Wo ist er? Du musst zu ihm laufen. Nicht zu mir. Ja, dahin, genau dahin. Sehr schön. Trotzdem viel zu viel Energie verloren. Mach dich weg. Bleib da, wo du bist. Bleib, wo du bist. Aua. Aua. So, der ist weg. Hat nochmal zum Abschied ein Geschenk gedroppt. Okay, nochmal werfen und weg damit. Scheiße. Jetzt werfen. Zack. Nein, es hat nicht gereicht. Jetzt werfen. Zack. Nice. Engelraum. Rein da. Okay, gibt nur eine Sache. Und die ist aber auch schön. Können wir jetzt wieder normal schießen? Yes, der schießt jetzt nämlich auch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Okay, coole Sache. Coole Sache. Waren wir drin? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Okay, Abflug. Dann Tiers ab nochmal, weiß ich nicht. Ich würde das Geld aufheben und bessere Sachen kaufen. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde das Geld aufheben. Was war das außer Tiers Up? War das noch? Hat es noch irgendeinen Zusatzdings gehabt? Shot Speed Up. Nee. Nee. Nee, ist in Ordnung. Ich würd's mir aufheben noch. Ich würde es mir noch aufheben. So, okay. Dann next. Wie immer schmeißen wir den als erstes hier rein. Nehmen uns Kakalas mit, setzen wir gleich ein, komm. Vielleicht ist ja hier was Cooles drunter. Oh, eine Karte. Vielleicht eine coole Karte. Judgment. Judgment. Nee, mit dem wollen wir hier nichts zu tun haben. Der macht nur Ärger. So viel blaue Herzen habe ich nicht, dass ich mir das leisten kann. AP ab. Nehmen wir natürlich gleich einmal mit. So. Noch so einer. Hier ist jetzt auch schon wieder eigentlich nichts wirklich zum Kaufen. Devil ist okay, nehmen wir mit. Aber effektiv ist hier nichts zum Kaufen. Wir gehen in den Itemraum und dann belassen wir es dabei. Das ist jetzt bei ihm auch, ne? Das ist jetzt auch bei ihm. Aber das ist cool, wenn es bei ihm ist. Weil das bedeutet, dass er ja auch noch zusätzlich angreift. Will nicht in die Mitte werfen. Ach so, aber der Dings schießt natürlich jetzt. Wow! Da ist irgendwo so ein scheiß Dings noch da. Ich wollte gerade sagen, der Ding schießt natürlich nur, wenn ich jetzt auch auf der Taste drauf bleibe zum Schießen, aber dann werfe ich auch immer sofort. Und da ich ja eher gezielt. Das war ja wieder Kacke. Da ich ja eher gezielt. Mann! Oh, ich habe den Dings gar nicht eingesetzt gerade die ganze Zeit. Ey, diese Kack-Brimstone-Geister. Die hasse ich echt. Mann! Diesmal laufe ich nicht in dich rein. Oh, war das scheiße. Ich muss dringend Energie holen.
Muss dringend Energie holen. Aber wir dürfen den Raum nicht verlassen, sonst ist unser Damage Up wieder weg. Shit. Shit. Das ist kritisch jetzt. Wow. Ich grad, was ich machen soll. Weil der Conjoint greift halt an, das ist ganz gut. Ich muss jetzt erstmal die Kleinen loswerden. Und den Großen. Scheiße, der ist ja auch noch da. Ah, ich habe zu viel Energie verloren. Okay, Monstro, greif Monstro an. Sehr gut. Ja, hau drauf. Hau auf ihn. Sehr schön. Den hat er weggemacht. Uah! Problem ist jetzt... Ich muss dann erstmal raus. Ich muss dann erstmal raus. Wir verlieren dann zwar den Damage, den ich durch Book of Belial gestartet habe. Aber das ist okay. Es gibt Schlimmeres. Nein! Ich hab dich. Okay, okay, okay. Ist in Ordnung. Es war unser erster Versuch. Es war unser erster Versuch. Sehr interessanter Charakter. Sehr interessanter Charakter. Sehr interessanter Charakter. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf die Energie am meisten achten, wie immer. Die kriege ich halt nicht mehr zurück, das ist das Ding. Ne? Die kriege ich halt nicht mehr zurück. Wir müssen schauen, dass der Damage schnell hochgeht. Das Book of Belial war jetzt halt schon großartig dafür. Und wir müssen schauen, dass wir Schutz haben. Insofern wäre vielleicht doch das Schild besser gewesen. Na, wobei. Ich glaub's nicht. Wie auch immer ich da jetzt nicht getroffen wurde. Oh je, der liegt ungünstig. Achso, der liegt gar nicht ungünstig. Den kann ich ja dann so machen. Ah, jetzt komme ich nicht mehr ran. So. Ich hasse es. Mann. Hör doch auf, die Wellen zu stoppen. Dafür bist du nicht hier. Wirklich nicht. Wow. Vorsicht. Mist. Bei ihm sind halt die Treffer noch viel dramatischer, weil man sie halt nicht zurückbekommt. Wie bei roten Herzen, meine ich, ne? Scheiße. Also wir bräuchten sowas wie... Ja, halt das Dingsbuch. Revelations. Das Revelations-Buch wäre ziemlich gut und dann halt ein brauchbares Batterie... Und dann halt ein brauchbares Batterie-Item dafür. So, jetzt haben wir eine 7er Reihe, aber die 7er Reihe ist nicht gut. Nützt mir nichts. Das ist schon... Naja, es ist jetzt am Ende ein blaues Herz.
Jallel. Bringt mir jetzt auch nicht viel. Ja, nee, das ist jetzt doof hier. Habe ich schon wieder gestoppt? Oh nein. Ja, ich hab wieder gestoppt. Ach komm, ey. Das ist jetzt, der Champion Monstro, ne? Da habt ihr gesagt, der springt nicht. Dann brauche ich mich da nicht weiter. So viel dazu. Mit dem beschäftigen, wollte ich sagen. Und geht der eigentlich auch als Schutzschild so ein bisschen? Weil ich heb den ja hoch. Ich glaube, das ist nicht so gut, den Schutzschild zu missbrauchen. Okay, aber das ist jetzt wieder cool. Sobald der Geist hier, der kleine Geist weg ist, ist der Rest hier klar. So. Du bleibst hier in der Ecke. Sehr schön. Das sind Gegner, die machen dann Spaß. Ah, noch so ein Monstrum. Dauert jetzt halt einfach nur lang, weil wir noch nicht viel Damage machen. Aber das stelle ich mir halt im normalen Modus richtig cool vor. Im normalen Modus stelle ich mir das richtig cool vor. Quidia ist da, glaube ich, nicht so der beste Modus für die Kollegen hier. Aber im normalen Modus stelle ich mir das echt nice vor. Also das ist bestimmt einer derjenigen, die ich als erstes dann spiele, normal. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Und das wird cool. Da freue ich mich drauf. Doch, doch, das wird cool. Da sehen wir uns. So. Okay, hier sehe ich mich weniger. Muss ich ganz ehrlich sagen, hier sehe ich mich weniger. Abflug. Boah, Abflug. Siebene Reihe ist hier am Start. Ah, solange wir kein Space-Item haben, ist das eigentlich ein dummes siebener Item. Aber ich muss es danach verkaufen, weil ich die siebene Reihe nicht abbrechen möchte. Ihr kennt meine Argumentation. Dann, ja, geil. Ganz fantastisches Item, großartig. Ja, wobei, dann haben wir ja ein Spacebar-Item, cool. Hille! Cool. Werf den Knochen jetzt schneller. Den ich kaum... Oh, scheiße. Den ich kaum werfe. Oh, shit, ich krieg die so nicht... Mann... Ach so, wie funktioniert denn das jetzt? Wenn ich es jetzt einsetze, kommt es raus, was da oben drin ist. Aber das geht immer höher, ne? Das heißt, mit der nächsten Aufladung kommt dann jetzt keine Pille mehr raus, sondern eine Karte. Ich verstehe. Ich glaube, ich habe das falsch verstanden, das Item. Und jetzt käme ein blaues Herz raus. Okay. Ups.
Today I died. Okay, ich überlege gerade, ob ich noch eine Runde machen soll oder ein bisschen zu müde bin. Ich fühle mich gerade nämlich echt ein bisschen... Entschuldigung? Ach so, die liegt bei ihm, die andere Karte. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Karte hin? War alles gut. Es landet alles bei ihm, ich verstehe. Ich bin nur der Handlanger. Ace of Hearts ist cool, aber ich glaube, da werden keine blauen Diamanten... Oh lol, wie sortiert man jetzt die Karten aus? Oh, ich will die Ace of Hearts haben. Das ist so ein cooles Item, aber doch nicht als ihr. Oder kommt jetzt eine Sense raus? Nee! Das war, ich meine, der Damage-Up war okay. Für den Damage-Up ist es nice. Aber ansonsten ist es... Oh, Mann! Da starten wir ernsthaft mit dem Item. Und... Oh. Das ist frech. Das ist richtig frech gewesen jetzt. Okay. Also frecher geht's schon nicht mehr. Er setzt die Bomben! Scheiße! Er setzt die Bomben! Okay! Das habe ich nicht gewusst. Das ist das erste Mal, dass ich eine Bombe... Okay, der Geist kann gar nichts. Der Geist trägt einfach nur. Verstehe. Wait, wo sind jetzt meine Karten hin? Ach so. Ach so. Ich habe durch das Bottle of Pills jetzt alles zu... Ach so. Ja, so viel zu Ace of Hearts testen. Das war's dann auch erstmal damit. Aber ist in Ordnung. Wir starten mit einem ordentlichen Damage Boost und so weiter. Das ist doch ganz... Ich dachte, ich stopp schon wieder. Einfach nicht treffen lassen. Das ist das Wichtigste. Nicht treffen lassen. Das ist aber wirklich die letzte Runde. Wenn es jetzt nichts wird, dann lassen wir es wieder. Ich war bisher... Gerade hatte ich echt das Gefühl, ich bin zu müde. Aber der Start jetzt hier... Der Start jetzt hier motiviert mich nochmal. Das könnte was werden. Wenn ich nicht komplette Scheiße gleich baue. Jo, 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 jo. Aber es gibt mit ihm dann echt krasse Items. Sobald du ein Item hast, wo sich die Gegner zum Beispiel um den anderen erstmal als erstes kümmern, so um irgendwas anderes, ne, dass die so, dass du irgendwie, es gibt doch so Gegner, die den Angriff auf sich ziehen können und sowas. Gegner. Dieser eine Companion da halt. Ne, und sowas wäre dann, ah, scheiße. Und sowas wäre dann hier insane gut. Weil dann kann der Geist sich einfach verstecken und der Typ hier regelt. Das ist dann schon eine coole Geschichte. So, wir können eigentlich wieder hochgehen. Wir haben jetzt keinen Grund, hier drin zu bleiben. Wir können wieder hochgehen und uns die Spritze holen. Ja, genau. Denn die Spritze ist ein schönes Damage-Up. Und Damage brauchen wir. Puh! Das war so unnötig, da jetzt getroffen zu werden. Das war so unnötig. Aber ist okay, muss ich hier nehmen. Ist passiert. Aber es war so unnötig. Mein Gott. So, jetzt räumen wir mal kurz hier mal den ganzen Quatsch auf. Oh.
Lol. Ey, wenn mir... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn mir das irgendwann passiert, wenn ich im Raum bleiben will und ich will einfach nur den Haufen wegmachen und ich schmeiß den aus dem Raum raus und ich verliere hier wieder einen Engelraum oder sowas. Das wär's dann aber komplett. So, ich bleibe jetzt hier. Da kann der mir gar nichts. Aber ich kann ihm auch da nichts. Ach, scheiße. Mann! So, jetzt mach dich weg. Mach dich vom Acker. So, wir brauchen dringend Herzen. Wir brauchen dringend Energie. Kriegen wir hier nicht, ne? Ne, nix kriegen wir hier. Okay. Da muss ich halt jetzt aufpassen. Das ist nach wie vor das Problem. Es geht ganz schnell zu Ende. Das ist seine große Schwäche. Das ist seine große Schwäche. Okay. Nice. Okay, blaue Spinnen sind okay. Muss ich nicht aufpassen. Und wieder raus. Eine Bombe gibt es hier auch. So, jetzt aber richtig die Bombe setzen. Nee. Kann ich den nicht auch einfach fallen lassen, wie die anderen Sachen? Mit Space konnte man fallen lassen. Nee, ich kann ihn nicht fallen lassen. Ich muss ihn also werfen. Aber ich kann ihn nicht so werfen. Hä? Aber kann ich ihn wirklich nicht fallen lassen, dass der einfach genau da liegen bleibt, wo er hin soll? Nee, ich kann ihn nicht fallen lassen. Ich muss ihn passend werfen. Oh, das ist echt schlecht. Aber das bedeutet, gezieltes Öffnen mit Bomben wird eine interessante Geschichte. Ach, oder kann ich ihn verschieben? Nee, kann ihn nicht verschieben. Weil sobald ich zu ihm gehe, hebe ich ihn ja hoch. So. Perfekt. Besser kann man nicht werfen. Perfekt geworfen. So. Das ist eine schöne 7er Reihe. Allerdings wäre das erst gut, wenn wir ein Spacebar-Item haben. Naja. So. Actiers bringen mir wahrscheinlich jetzt hier in der Variante gar nichts. Ja, in der Variante bringen mir die wahrscheinlich überhaupt nichts. Was auch immer die gewesen wären, die Actiers, wir werden es nicht herausfinden. Eiertränen. Man weiß es nicht. Okay, ich werde kein Spacebar-Item bekommen. Und dann gehe ich aber jetzt vorher hier einkaufen. Reroll Enemies. Naja, man könnte es probieren. Man kann es zwar auch schlechter machen dann. Aber wenn es gerade zum Beispiel ganz kritisch ist, kann man es ja probieren. Und gucken, vielleicht wird es ja besser. So, ich muss jetzt wieder böse aufpassen. Dass ich nicht irgendwo reinratter. Da muss ich ganz, ganz böse aufpassen. Weil Energie ist alles. Uah. Hilfe. Ich muss an den Typ rankommen. So komme ich nicht an den Typ ran. Sehr gut. Einfach mal beim Vorbeilaufen die Hälfte mitgenommen. Okay, der Große ist weg. Sehr schön. Sehr gut. Der muss weg. Nice. Jetzt ist der Große auch weg. Uah! Der muss noch weg. Der ist auch noch gefährlich. Gut. Hau alles weg, was du kriegen kannst. Nice. Nein! Nicht gut. Okay, aber jetzt ist in der Mitte nichts mehr zum Resetten. Jetzt kann ich einfach auch in die Mitte werfen.
Sehr schön. Und tschüss. Wow, der hat mich nochmal fast getroffen. Okay, sehr gut. Das bedeutet zwei neue Spacebar, zwei neue 7er Items. Ist im Moment wirklich nicht so cool, die Dinger zu kaufen, weil, ne, aber ich meine, weiß ja nie. Ah. Wenn jetzt mal das Ding kommt, das weißt du schon, was ich meine. Hier, das Book of Revelations. Dann haben wir halt schon gute Voraussetzungen. Batterie-Items muss man immer im Voraus kaufen, weil man nie weiß, was kommt. Also ist wahrscheinlich eine komplett schwachsinnige Theorie. Aber scheiß drauf. Hau drauf. Wo sind sie? Wahrscheinlich nicht oben. Nee, die sind nicht mehr oben. Okay, der ist down. Oh, der könnte natürlich jetzt... Ja, wenn ich den versuche, so ein bisschen in seine Ecke zu lassen. Na, so treffe ich den halt nicht öfter. Perfekt. Knochen. Ah, geht nicht drauf, so der Knochen. Knochen. Knochen hat getroffen. Nein, der war am Boden. Komm raus. Sehr geil. Sehr schön. Sehr schön. Was macht das? Ist das das Schlechte oder das Gute? Nicht, dass das das ist, was mich jedes Mal rerollt oder so. Das will ich nicht haben. Das wäre jetzt wirklich das 7er Item, was ich nicht mehr kaufe. Da hört jetzt sozusagen für mich die 7er Reihe auf. Das wäre jetzt das 7er Item, das bleibt liegen. Is now a thrown projectile activated by double tapping an attack button. It rerolls enemies and pickups it comes into contact with them. Despawns, it returns after a room has been cleared. Ach so, nee, das ist nicht so schlimm. Ich dachte, es ist dieses andere. Was ist denn dann das andere? Ah, Missing Number war das. Missing Number war das. Okay, das ist nicht das. Dann ist es okay, das kann ich nehmen. Das kann ich nehmen. Oh! Siehst du, jetzt hätte man zum Beispiel... Ich muss jetzt noch irgendwoher 7 Münzen bekommen. 3 Münzen. Ich muss jetzt irgendwoher noch 3 Münzen bekommen. Dann haben wir schon interessante Voraussetzungen. Was schmeißt denn der dann? Knochen? Oder gar nichts? Das wäre natürlich dann dumm. Wenn er gar nichts schmeißt, wäre das dumm. Aber das ist jetzt auch sehr schön, ne? Weil der jetzt natürlich hier einfach stehen bleibt. So, komm mal mit. Komm mal her. Nein, näher hierher. Noch näher. Du bist doch dumm. Komm, hier, hier, mach die Pilze kaputt. Ach, dann lass es. Ganz ehrlich, dann lass es, wenn du keinen Bock hast. Ich auch keinen Bock. Okay. Ich schwanke zwischen links und rechts. Ich glaube, rechts gibt mir auch ein Soul Heart, ne? Ich meine, links gibt mir ein, in Anführungszeichen, Eternal Heart. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Soul Heart. Hoffe ich jetzt mal. Außer es gibt mir dann gar nichts. Das wäre dann schlecht. Ansonsten war es das Tears Up und die Geschichte, dass ich noch, wenn ich einen Satan-Deal nehme, auch noch einen Engel-Deal nehmen kann später. Aber das Ding ist ja, wir werden keinen Satan-Deal nehmen. Ich werde niemals genug Herzen haben, dass ich sage, oh, jetzt ein Satan-Deal. Das wird nicht passieren. Also ist eigentlich der Kontrakt Age of Contrition nicht useful. Das Tears-Up ist auch nicht so mega krass. Das andere ist halt, ja, ein Soul-Heart krieg ich und ich krieg halt dann Stat-Ups, wenn ich Soul-Hearts einsammle. Ja, dann nehmen wir das. Nehmen wir das. Ist zwar nicht Opti, aber was soll's. Ne?
Kann ich eigentlich die Feuer kaputt machen? Nein. Oh Gott, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. So, jetzt hätte ich gerne noch... Oh Mann, ich will dieses Item hier haben. Ich brauche irgendwoher noch 3 Münzen. Wo kriege ich denn jetzt noch 3 Münzen her, Freunde? Freunde der Sonne. Wo kriege ich denn jetzt noch 3 Münzen her? Ich kriege keine 3 Münzen mehr. Das ist doch kacke. Stimmt, den habe ich vergessen. Wait! Wait. Kann der mir, wenn ich die... Ich bringe die mal in eine Reihe. Ich versuche die mal in eine Reihe zu bringen. Kann der mir daraus Münzen machen, wenn ich Glück habe? Eine Münze hat er mir schon mal draus gemacht. Noch eine Münze? Kommt der wieder? Kommt der wieder? Oder in jedem Floor nur einmal? Nicht Floor. Oder doch Floor? Lasst mich mal lesen. It returns after room has been cleared. Ah, scheiße. Deswegen kam der jetzt, weil ich den einen Raum da unten gecleared habe. Aber jetzt gibt's keinen Clear-Raum mehr. Fuck. Ich hab noch eine Bombe. Ich hab noch eine Bombe. Ich könnte jetzt entweder den Geheimraum suchen oder einen der Töpfe sprengen, in der Hoffnung, dass da was rauskommt. Na, dann gehen wir halt auf den Topf hier. Na! Okay, ich hab's verdient, den Brunnen nicht zu bekommen. Wahrscheinlich würde der Brunnen eh nichts werfen. Der Brunnen würde wahrscheinlich eh nichts werfen. Wahrscheinlich wäre es komplette Geldverschwendung. Aber das mit der Bombe, das mit der Bombe wird mich noch öfter abfacken. Das weiß ich jetzt schon. Das mit der Bombe wird mich noch ganz oft abfacken. Dass die nicht da gesprengt wird, wo ich bin. Oh, fuck. Sondern dass die da gesprengt wird, wo er ist. Oha. Hab ich jetzt das Ding ge... Oh, nee. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Münze in das Ding geworfen. Wollte ich doch gar nicht. Oh, scheiß Dreck. Ach so, Moment. Nein. Nein. Schlüssel haben wir nicht, ne? Im Moment. Gut, dann Abflug. Schlüssel haben wir nicht. Wenn ich schon ein paar Bomben habe, kann ich es jetzt auch ausprobieren. Ach komm, ey. Wie viel Pech kann ein einzelner Mensch haben? Dann der einzige Raum, der übrig ist. Ey, jetzt habe ich alle Bomben verbraucht. Also nicht alle, aber alle, die ich hätte nutzen können. Ja, lol. Verwandelt einfach mit den Gegner. Okay, alles klar.
Ach so, aber der kommt jetzt praktisch nach jeder Phase, weil das ja auch als Raum zählt. Ja, verstanden. Also wie gesagt, wenn ich zu viele krasse Gegner habe, kann ich immer noch meinen Change einsetzen. Ich habe hier ein Problem. Das Problem ist immer dann, dass ich irgendwann nicht mehr an den Typ rankomme. Ja, ich merke schon, das wird hier das Problem, dass ich nicht mehr an den Typ rankomme. Und dann hoffen wir, dass ein paar an ihm vorbeilaufen. Kann ich jetzt mal ihn wiederholen? Das wollte ich nicht drücken. Oh mein Gott, was habe ich denn da draus jetzt gebastelt? Das war ja wild. Ach, ich hätte es nochmal drücken können. Okay, okay, okay. Also die Energie bleibt das Problem. Die Energie bleibt das Problem, aber sehr cooler Charakter. Sehr cooler Charakter. Im Greed-Mode, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber wird Spaß machen. Wird Spaß machen. Wird definitiv Spaß machen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.